Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe unserer Alpenwelle. Ja, endlich hat es einmal geklappt, dass der Musiker, der Entertainer einmal bei uns hier ein bisschen gemütlich hinsitzen kann und ich kann ihn ein bisschen ausquetschen. Sie kennen ihn nämlich alle. Er ist so oft bei uns in der Alpenwelle, an den Alpenwellen-Events, immer und immer wieder dabei. Herzlich willkommen, Geri, der Klostertaler. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir ein bisschen plaudern können. Ist das schön, dass du endlich mal Zeit hast, weil du bist so engagiert, liebe Zuschauer. Man muss sich das vorstellen. Wir haben, glaube ich, 3 Monate haben wir es ausgemacht, bis es endlich mal funktioniert. Das heißt, Zeit hast du heute. Entweder ein Stück Zeit oder wieder. Aber jetzt ja. Sind wir da. Oder? Ja. Geri, lass mal 30 Jahre Bühnenjubiläum hast gefeiert. Ja. Ist das nicht einfach verrückte Zeit, wo vorhin ja 17 Jahre lang bei den Klostertaler warst? Es ist schon, wie die Zeit vergeht, oder? Man sieht jetzt graue Haare. Dann müssen ja Steine anziehen. Nein, aber es war eine schöne Zeit. Ich möchte sie nicht missen. Was viele nicht gewusst haben oder wissen, dass ich vorher schon allein Musik gemacht habe und während der Klostertaler Zeit in der winterfreien Monat Vollgas gegeben habe. Und natürlich jetzt, nach Beendigung der Klostertaler, muss ich sagen, für mich passt es wunderbar. Ich habe sehr viel gelernt während der Klostertaler Zeit. Instrumente, verschiedene, wo ich sonst nie Zeit gehabt. Aber als Profimusiker, wo man viel unterwegs ist, hat man eigentlich schon auch viel Zeit. Man muss nur wollen, etwas machen. Und ich habe das genutzt und ich kann das jetzt einfach nutzen. Also mal, ich muss sagen, du bist ja nicht nur Musiker. Du bist auch Komponist, Entertainer natürlich. Und da hast du mal ganz einen grossen Mega-Hit gehabt, 208, mit dem Siegertitel im Garten der Volksmusik mit den Klostertaler. Werde ich nie vergessen. Das war natürlich schon ein Wahnsinnshöhepunkt gewesen, wenn es heißt, Heimat ist dort, wo die Berge sind. Das hat eingeschlagen mit einer ruhigen Nummer, wobei mir der Klostertaler eigentlich voll auf Party los gewesen. Aber das hat wunderbar gepasst und ich habe mich da riesig gefreut. Das ist schon etwas Einzigartiges, was man erleben hat dürfen, weil jetzt gibt es leider nicht mehr. Ich kann sagen, leider. Ich kann mich ganz gut erinnern an dem Siegertitel, den du gewonnen hast mit der Klostertaler. Bin ich selber auch dabei gewesen, du hast ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Ich glaube, so etwas geht schon sehr tief, um so einen Siegertitel zu haben. Ja, klar, die Freudentränen darf man natürlich auch sagen, oder? Vor allem, wir haben zu dem Zeitpunkt eigentlich schon gewusst, dass wir aufhören die 2 Jahre. Und dann berührt das Herz noch viel mehr und denkst, ach ja, vielleicht gibt es ja nochmal eine Retour oder vielleicht verlängert man es und hört später drauf. Aber ich glaube, wir haben den richtigen Zeitpunkt erwischt zum Hören, weil jetzt ist eine andere Zeit da. Mit der Zeit muss man mitgehen, sprich andere Musik. Ja, es wird ein bisschen rockiger, schön. Ich will noch ganz kurz bei der Klostertaler sein. Man hat ja, wo die Training kam, oder wo wir aufgehört haben, hat man ja immer in den Medien hat man gelesen. Man hat gemunkelt gehört, oh, Riesenkrach und so weiter. Man hört auf und so weiter. Sag mal, wie war das? Vor ungefähr einem Jahr oder anderthalb Jahren war es, habe ich dich gemeinsam mit Markus Wohlfahrt im Duett auf der Bühne gesehen. Das war in Mellingen. Das ist richtig, ja. Und das war natürlich auch was ganz Besonderes, live begleitet von der Wolfgang Lindner Band. Nochmal auf das zurückzukommen, wir haben zum richtigen Zeitpunkt uns alle entschieden, wir hören den und den. Von mir aus hätte es vielleicht noch 2 Jahre länger gehen oder es wäre vielleicht besser gewesen. Ich habe gesagt, jetzt hören wir, machen wir 1-2 Jahre Pause und starten wieder durch. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, wenn es noch mehr gegangen wäre. Aber was gesehen ist, ist gesehen und ich fühle mich so sauwohl mit dem, was jetzt ich mache. Und ich kann jetzt das einfach am Mann bringen, was jetzt ich bei der Klostertaler gelernt habe, dank der Zeit, die ich natürlich auch genutzt habe. Ich glaube, ich kann sagen, eigentlich, du wohnst ja nicht weit, du wohnst hinter der Schweizer Grenze hin, vom Ländle hin. Aber eigentlich müsstest du nicht gar keinen festen Wohnsitz haben. Weil wenn ich deinen Terminplan anschaue, liebe Zuschauer, es ist echt so wegen dir. Ich muss es einfach loswerden. Du hast so viele Termine. Geri, wie schaffst du das? Doch. Das geht. Schau mal die Homepage an, du bist nonstop unterwegs. Ja. An jeder Party ist der Geri dabei. Ja, ich mache halt gerne Musik. Ich stand gerne auf der Bühne und es gibt nichts Schöneres, wenn du als Profimusiker das sagen kannst, was du drauf hast und wenn das bei den Leuten ankommt. Und solange die Leute eine Gaudi haben, haben auch ich eine Gaudi. Das ist ein gegenseitiges
aufschunkeln oder wie auch immer. Danke dem Herrgott, dass man mir so ein toller Beruf geschenkt hat. Mhm. Ich habe ja aus dem Beruf, also aus dem Hobby, ja, das eigentlich, ja, beruflich gemacht. Und ich bereue keine Sekunde. Es ist sowas Tolles, auf der Bühne zu stehen. Und man weiß, viele, wenn aus dem Alltag, außer die Fans und kann am Wochenende und lohnt Sau außer. Und es gibt nichts Schönes, jemandem eine Freude zu bereiten. Dann ist die Freude auch bei mir. Aber Gary, angenommen, einfach angenommen, es kommt jetzt wieder eine Anfrage, wir lassen Klostertal wieder neu aufleben. Wärst du denn dabei? Band! Das waren immer Zuschauerfragen, die immer, ja, wieder gestellt werden. Ja, ja. Auch wenn du mal den Markus oder den Gary siehst, ja, frag es doch einmal. Ja. Band ist Band, das, mhm, ist ganz klar. Solo ist Solo. Wenn du in einer Band mal gesehen bist, bin einer erfolgreichen Band, ist es sicher wieder ein Neuanfang, wenn du das machen musst. Für mich in dem Sinn kein Neuanfang, weil ich ja eh schon Musik gemacht habe. Mhm. Und ich liebe das Kleine, Kleine und Große. Dass es nicht mehr so groß ist wie in der Klostertaler, ist auch klar. Aber für mich passt es so, wie es jetzt ist. Ist es nicht? Ich meine, weißt, man sagt ja, Musiker, die früher in einer Band waren, vermissen manchmal, wenn sie als Solist auftreten, da, den Hintergrund. Ja. Ist das bei dir, also der Hintergrund die anderen Musiker, ja, 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 ist einfach schon viel einfacher, glaube ich, wenn noch ein dritter, vierter, fünfter, sechster Mal auf der Bühne steht. Als Solist musst du doch wirklich, da musst du 150% denken. Ja, ja, da gebe ich dir in gewissem Maßen recht. Aber wenn du es gewohnt bist als Band, dann fehlt dir im ersten Moment etwas. Mir hat es insofern nicht gefehlt, weil ich das andere nebenbei auch immer schon solistisch gemacht habe und habe gedacht, weißt du was, jetzt kannst du dich voll auf das konzentrieren, was du möchtest. Nicht, was da vorgeschrieben wird, jetzt machst du das, machst du das, machst du das, sondern ich lebe das, was ich gelernt habe und ich bin überzeugt, ich kann das aus meinem Herzen Programm zusammenstellen. Das habe ich immer gelebt ohne Ende und da bin ich auch mit dem Markus immer einig gewesen. Wir sind zusammengeguckt, Programmgestaltung, Klostertaler, sag ich, komm, du hast eine Erfahrung, Abrechnung und was passt wo, wie, was, zu welcher Zeit und so. Da haben wir viel gemeinsam gemacht und jetzt kann ich das wirklich ganz allein machen. Und denke mir, wenn das dann aufgeht, ist das eine geile Sache. Ich denke natürlich auch, als Solist bist du frei, du kannst dich bewegen und machen, was du willst. Bei einer Band, das hörst du immer und immer wieder. Gerade jetzt hörst du wieder mit der Hand über die Diskussionen. Eine Band, dem passt dem nicht, der ist dem engagiert, ist dem anders engagiert und so weiter. Es ist schon sehr, sehr, sehr schwierig und kompliziert. Das musst du halt in Kauf nehmen, dass, ja, es so ist. Ja. Aber, mhm, das ist normal. Bei uns war auch der Markus der Chef und der hat das Sagen gehabt. Ja. Und das hat auch gepasst. Ja. Auch wenn es nicht passt hat, hat es passen müssen. Aber wir haben dann immer geschmunzelt. Aber es ist, ich habe mit Markus auf der Bühne gespielt. Wir sind uns da einig gewesen, wie, ja, kein, stimmt, anderer. Und wir verstehen uns heute noch. Also nicht, dass wir meinen, man ist als Verstritter, überhaupt nicht. Haben wir das einmal gelöst? Hätten wir das einmal gelöst. Ja. Lass mal, du bist ja jetzt auch, eben durch die vielen Termine bist du, du bist in Italien, in Holland, in Ägypten, Dubai, ja, bist überall. Also, ich sage ja, du brauchst gar keinen, ja, Wohnsitz mehr. Ja. Ja. Aber wie ist das, wenn du zum Beispiel in Ägypten bist oder in Dubai bist, funktioniert das genau gleich wie da in der Schweiz? Du sprichst jetzt etwas an, das möchte jetzt gerade loswerden. Sag los. Ich bin in Ägypten, in Hurghada, im Robinson Club engagiert gewesen, für einen Abend, einen Hüttenzauber. Ob das passt oder nicht, schieße gleich. Auf jeden Fall habe ich als Kasse ja Gepäck. Das Gepäck, steirische, das ganze Zeug mitnehmen, das war 10-mal teurer als wäre der Flug. Jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt hat er gesagt, du weißt was, etwas, was geht, wo man nicht in den Koffer rein muss, wie der Dudelsack, den tun wir zwischen Kleider reinlegen, dann brauche ich keinen zusätzlichen Koffer. So, also weißt du, was passiert? Sag's. Dort ankommen, am Flughafen, der Koffer ist durch Kontrolle also, durchgegangen. Die Röntgenmaschine. Jetzt hat das ausgeschaut. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist so, da, das schaut aus wie ein Maschinengewehr. Das ist das durch die Röntgenmaschine durch. Auf der anderen Seite sind sie mit der MP da gestanden und haben gesagt, öffnen. Das war nicht lustig. Sind die wirklich, kaum dort sind sie da gestanden mit dem Ding. Was ist jetzt? Ich habe gesagt, ja, dann.
ich kann euch auch was vorblasen. Ach so, dann haben sie selber da anfangen zu lachen müssen. Aber ich kann dir sagen, Dubai oder Ägypten im Gefängnis, da wären nicht so ring gewesen dahin. Ja, da bin ich jetzt nicht im Gefängnis gewesen. Ja, das sind wir doch schon. Gibt es auch etwa solche Situationen, vor allem, meine, wenn du über die Grenze musst und so weiter, wenn du auch mit dem ganzen Bus unterwegs bist, ist es heute immer noch so kompliziert, dass du jedes Kabel, jedes Mikrofon musst deklarieren, wenn du rausgehst? Aus dem Land? Oder ist es locker? Komm, nein, musst du nicht alles preisgeben. So sind Musiker. Ja, das ist ganz klar, ganz klar. Du, den Sack darf man auch nicht so zwischen den Kleidern legen. Ja, apropos du, den Sack. Ja. Lass mal, Gary, sag mal, wie viele Instrumente spielst du eigentlich? Ich spiele viele Instrumente, keines perfekt, aber dafür eben viele, ja. Ja, okay. Aber das macht Spass. Und was dich ja immer wieder hervorhebt eigentlich, und das sind auch die Klänge, also wir sehen das hier, zwei spezielle Instrumente, einmal der Dudelsack und das Didgeridoo natürlich. Und wie bist du eigentlich dazu gekommen, dazu mal, ich hole mir euch auf, mir jetzt einen Dudelsack und vor allem das Lernen und alles drum und dran. Wie ist das passiert? Schon viele Jahre? Ja, Schuld sind eigentlich irgendwie Klostertaler, wo ich dazu gestoßen bin, 1994, sind da Instrumente umgelegt. Oh, bis dato habe ich gar kein Steirisch gespielt, das habe ich erst gelernt bei der Klostertaler. Das ist Steirisch. Ich bin dort also quasi zu der Klostertaler als Klarinettist, Schlagzeuger und Saxophon, das, was mein Vorgänger gespielt hat. Und jetzt, bei der Probe habe ich dann gesagt, da liegt der Steirisch umeinander und dann liegt der Dudelsack umeinander. Und ja, irgendjemand hat das lernen wollen, aber ist halt nicht dazu gekommen oder wie auch immer, haben gesagt, her damit. Dann sind wir 1993, wo der Grand Prix gewonnen haben, auf Tour geschickt worden. Und auf der Tour, weißt du, da spielt man vielleicht 3-4 Stücke. Und ich bin dort zu der Klostertaler dazu gekommen. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, die Instrumente nehme ich alle mit auf Tour. Und tagtäglich geübt und geübt. So bin ich eigentlich zu den Instrumenten gekommen. Genauso, wie gesagt, das Steirische habe ich dann gelernt. Und danach der Dudelsack. Und mich hat er immer schon wieder. Oder immer wieder exotische Instrumente interessiert, was andere nicht machen. Also nicht nur dich interessiert, nämlich auch mich und sicher auch der ein oder andere Zuschauer. Ich würde mal das Didgeridoo. Das ist für mich im Prinzip, ich fange jetzt nicht mit dem Dudelsack an, zuerst ein bisschen leiseren Ton, ich hole das mal vor. Weil, erstens einmal, ich muss echt sagen, genial. Also echt, wo hast du das ausgegraben? Ich habe früher ein Original-Didgeridoo aus Australien einfliegen lassen. Das ist wahrscheinlich so lang gewesen, gar viel länger gewesen. Ja, da gibt es verschiedene Längen, aber es ist Eukalyptus und von Termiten zerfressen. Und das gibt eine gewisse scharfe, schöne Töne, wo man dann wirklich, das haben sie ja zur Völkerverständigung gemacht damals. Und ich habe dann festgestellt, das billigste Zeug in jedem Kaufhaus. Und wenn das aus Bambus ist oder das ist jetzt ein anderes Material, das klingt genauso schön wie das andere. Nur das Problem ist, wenn es umfliegt, ist es halt kaputt. Oder? Aber aus Eukalyptus, also ein Rohr, hat ein Gewicht und ist eigentlich viel schwerer zum Blasen wie jedes andere. Ich muss aber sagen, du hast das, aber man sieht das nicht sehr oft bei dir auf der Bühne. Nein, aus dem Grund, weil man sollte ja zum Lied dazu, sollte auch jeder wissen, man kann jetzt kein Lieder spielen auf dem Didgeridoo. Es sind halt Geräusche, wo du unter malen kannst und einflechten kannst in Lieder. Und wenn jetzt ich allein auf der Bühne stand und es kommt noch oi, ist es mit der Zeit langweilig, oder? Das ist doch nicht so. Komm, zeig mal, Gary. Probier's mal. Weil ich habe da irgendwie habe ich da noch etwas festgestellt, da hast du Ja, ich habe etwas Spezielles gefunden. Das habe ich schon lange gesucht, weil normalerweise sind die Didgeridoos aus einer Länge und du kannst nur eine Tonart spielen, oder? Wäre langweilig. Und so kann ich habe mir so 5 Didgeridoos mitschlapfen für das, verschiedene Lieder. Und jetzt habe ich gedacht, weißt du was, da habe ich das entdeckt und gesagt, das kann man in verschiedenen Tonarten spielen. Und das ist hure geil. Ja, und wie geil tönt es das? Schwierig ist halt immer die Zirkularatmung, oder? Da sind wir ein stehender Ton
Also einatmen, ausatmen gleichzeitig. Ich weiß, es klingt ein bisschen kompliziert, aber es wird eigentlich ein ewiger Ton sein und nicht mit Luft ausgeht, absetzen und wieder anfangen, sondern einfach fließen lassen. Und das ist die zirkulare Atmung. Das heißt, du tust. Probier's einmal. Ich würde das einmal sehen, wie das. Ganz extrem, wenn ich sage, blasest du noch gleichzeitig aus der Nase die Luft raus? Nein, umgekehrt. Ich blase aus dem Mund und hole die Luft aus der Nase. Aus der Nase. Und das ist am Anfang kopfverreckt. Man kann das mit einem Strohhalm probieren, es geht am besten so. Ich habe das gleich wissen wollen mit dem Didgeridoo, mich hat der Strohhalm nicht interessiert. Und irgendwann macht es den Klick und denkt, hoppla, jetzt. Und danach ist es watsche einfach. Dann kannst du nur noch spielen und Geräusche erzeugen und Viecher nachmachen oder wie auch immer. Wenn dann hey, nicht, dass es dich noch verjagt. Ein Puss. Nein, eben nicht. Ist das nicht so wie mit einem Alpha und Mau und richtigen Druck? Nein, ist genau das. Wenn du jetzt siehst, der braucht einen Puss. Ein Trompeter, der nicht weiß, der sagt, ja, das kann ich auch, das ist ja nur ein Ding zum Inneblasen. Der pustet rein, also mit Kraft, und dann geht ihm die Luft aus und dann ist der Ton weg, oder? Und dann muss er wieder reinblasen. Und so muss es eigentlich nur und Luft holen mit der Nase. Los, Geri, so. Mich juckt natürlich etwas ganz Spezielles. Das ist das Thunderstock, das am Boden unten ist, natürlich ein Dudelsack. Und ich glaube, es sieht wahrscheinlich alles so einfach aus. Aber zeig mir jetzt, nimm das mal auf. Weil es ist ja alles so einfach. Ich habe das vorher angeschaut und muss sagen, ich habe das gar nicht gewusst. Also, ist es für dich heute einfach? Und was du dort mal gekauft hast, wahrscheinlich hast du einen langen Buch, bis du einige paar Töne rausgebracht hast. Ja, das ist beim Dudelsack ganz speziell natürlich, weil eigentlich das Synchrone, wo bei jedem Instrument hast, eine Trompete oder ein Saxophon, drückst eine Taste und blasst gleichzeitig. Das ist beim Dudelsack eigentlich komplett wurscht. Da muss einfach der Sack gefüllt sein. Und wenn der Gegner, ja genau. Und dann muss, ich sage jetzt der Ball. Oder der Ball. Nennen wir es Ball. Okay. Der Fachspruch, keine Ahnung, ich habe das einfach so gelernt. Ja. Auf jeden Fall, der muss voll sein und mit dem Gegendruck, mit dem Ding, kommt den Tönen. Und das heißt, du musst zuerst schon mal den Sack aufblasen, dann musst du den Ball aufblasen und dann musst du dagegen drücken und dann solltest du da vorne im Takt spielen. Das ist drei Sachen gleichzeitig. Das ist im ersten Moment, denkst du, das geht nie. Aber auch wie beim Didgeridoo, irgendwann macht es Klick. Und da muss praktisch immer voll sein und unabhängig davon nicht im Takt blasen, wenn man es gewohnt ist als Blöser, sondern einfach schauen, dass das immer voll ist. Und dann kannst du auch vorne dann im Takt spielen. Wo spielst du im Takt? Ist das da? Das ist nichts anderes. Da ist da unten drin. Komm, zeig das einmal. Jetzt wollte ich mal genau aus dem Löcher. Laut. Ja, wir haben da vorne noch Sendungen, aber irgendwie bringen wir das schon an. Oh, da brauchst du Fuß. Solange Luft drin ist, geht es. Also solange der voll ist, im Prinzip. Jawohl. Aber dann musst du da eigentlich immer wieder, in dem Mundstück musst du immer wieder den Ball füllen. Und das ist das Schwierige. Normalerweise musst du immer im Takt blasen und spielen. Und da musst du eigentlich einfach nur schauen, dass der Ding voll ist, oder? Der Ball voll ist. Also. Und kannst du wo sind jetzt da? Das ist, ich habe da vorne gesagt, das kommt mir vor wie eine Flöte eigentlich, oder? Ist genau das gleiche wie eine Flöte. Genau das gleiche, ja. Genau gleich. Und du brauchst eigentlich den sehr, sehr, sehr oft auf der Bühne. Und ich sehe immer, wenn du den vorne nimmst auf der Bühne, wow!
ja, das erwartet man von mir auch. Und darum flechte ich das auch immer ein, wenn ich eine neue Produktion mache, wo der Dudelsack, wo die Instrumente einfach dabei sind. Weil das ist eben das, was anders ist bei mir. Und ich lebe das und die Fans möchten das auch sagen. Die erwarten sich das, dass auch auf der CD so etwas verewigt ist. Ja. Hätte man den Dudelsack immer auf die linke Seite oder kommt der auf die rechte Seite? Das ist eine gute Frage. Eigentlich, ich weiß nicht, ob es ein Linkshänder anders macht. Ich habe keine Ahnung, muss ich passen. Ich habe noch nie, wo ich das angefangen lernen habe, ich bin da einfach zum Dudelsackverein gegangen, hat mir das Ding gezeigt, der Chanter das Ding, mit der Flöte zum Spielen, wie das funktioniert. Flöte habe ich können, also ist nicht viel Unterschied gewesen. Und haben da zwei Stunden noch von der Atemtechnik her oder vom ganzen Ding her, wie man es behandelt, auf was man achten sollte. Und dann habe ich das Zeug selber gelernt, wie jedes andere Instrument auch. Und auf das bin ich stolz. Und wenn ich 5 Stunden am Tag dran hocke und ich will etwas lernen, dann mache ich das. Das ist schön, das ist schön. Jetzt lass mal, jetzt blasst du da mal rein. Und du spielst? Nein, spielen. Ja, wie hebst du denn das überhaupt? Das geht schon gar nicht richtig, weil du musst auf der linken Seite heben, ja. Also, probieren wir es jetzt mal schnell. Einfach was. Hat sie erst aufblasen? Ja, man braucht schon mehrere Finger dazu. Ich habe mir das viel einfacher vorgestellt. Also ich verstehe nicht. Also. Ja, auf jeden Fall einen Ton hast du rausgebracht. Also, und vor allem, es ist extrem laut, da muss ich noch sagen. Also da. Das geht nicht leislich, ja, es ist so, ja. Aber richtig, richtig spannend mit dem Dudelsack. Ich glaube, du wirst sicher auch auf der neuen CD wirst wieder Nummern haben, wo der Dudelsack natürlich ist. Die neue CD, Kraft der Heimat natürlich, wo du da hast. Ich finde wieder, Gary, etwas zeichnet dich einfach aus. Auch jetzt bei dieser CD, Kraft der Heimat. Ziele allein schon. Und der Titel, ich liebe einfach deine Ballade. Ich meine, du bist ja der Partyman eigentlich auf Deutsch gesagt. Aber die Schwärme, die ist da drauf? Nein, die ist nicht da drauf. Die war auf der letzten, die Alpine. Ja, Alpine. Alpon, ja. Das ist eine Nummer, die mir da komme ich immer. Wenn ich noch schon von rede, komme ich Gänsehaut darüber eigentlich. Das ist wunderschön. Wieso schreibst du nicht mehr Balladen? Ich habe eigentlich eh genug Balladen. Früher habe ich mich gesträubt gegen Balladen. Und mittlerweile singe ich gern Balladen. Ist natürlich auch, ich habe mich ganz ehrlich gesagt auch gesanglich gesteigert. Ja. Allein schon, auch schon von der Atemtechnik her. Und ich singe heute anders wie früher. Ich kann die alten CDs, so schlimm es jetzt ist, kann ich nicht loslassen. Da denke ich mir, das bin ich die. Weil das typisch Studiosinger und ist nicht mein Ding gewesen. Und jetzt denkst du, was war's? Gib den Fuß. Du so wie auf der Bühne, live. So, wenn und der Gedanke, und ich singe mittlerweile Ballade 10-mal lieber wie früher. Und darum habe ich auch immer wieder Ballade dabei. Ist es nicht so, wegen dir, dass du auch bei dir, oder hast du das Gefühl auch, dass die Stimme, sagen wir mal, vor 20 Jahren ganz anders gestimmt hat, als sie jetzt eigentlich ist? Das kommt auch. Ja. Aber man muss genauso auch daran arbeiten, an der Stimme. Aha. Vor allem, wenn du den selber merkst, Moment mal, das bin nicht ich. Dann musst du spätestens den etwas ändern, oder? Entweder anders singen, mehr Druck singen. Und ich sage nicht, dass es schlecht war, aber es ist heute anders. Und ich habe mich genauso weiterentwickelt. Mhm. Und darum habe ich auch kein Problem zum Balladen singen. Und ich singe es liebend gerne. Kraft der Heimat, ein wunderschöner Titel, ist für mich eine Liebeserklärung an meine Heimat Österreich. So ist es eigentlich so entstanden. Überall, wo es Berge hat, ob das in der Schweiz ist, wir leben ja in der schönsten Bergwelten Europas oder weltweit, ja, wie auch immer. Du hast da 15 Titel drauf und du hast immer das gleiche Produktionsteam eigentlich, mehr oder weniger? Mehr oder weniger, ja. Auch ein Ex-Klosterthaler? Ja, der Uwe Altenried, ja. Der macht sehr viel mit Musik, der verpackt es. Ich bin ja bekannt, dass meine Demos nicht unbedingt die besten sind, aber es gibt viel
Schrott, wo damals bei der Klostertaler abgeliefert worden ist. Aber aus dem schlechtesten Demo kann man den besten Titel daraus machen. Und der Uwe schafft es immer wieder aufs Neue. Der kennt meine Sprache und darum ist es für ihn wahrscheinlich ein Fresser, wenn der Gerry wieder etwas schickt. Hoppla. So, jetzt kann ich meine Fantasie weiter lassen. Ist es aber heute so, wegen der, ich habe dich jetzt kürzlich mal erlebt, da bist du vom Vorarlberg, von der Hei, bist du auf Dresden gefahren, am gleichen Tag bist du direkt auf Basel gefahren und dann hast du wieder einen Auftritt am dritten Tag. Hast denn du nicht irgendwie, wenn du so viel auf der Autobahn bist eigentlich, das Handy dabei und wenn dir ein Textziel kommt, redest du aufs Handy oder eine Melodie hast oder einen Gedanken hast, fängst du so an, deine Titel zu komponieren? Wieso weißt du das? Ja, nein, ich weiß. Aber ich stelle mir einfach vor, weil im Auto, glaube ich, ist das für mich jetzt persönlich auch am besten. Ja. Das ist damals, viele sagen, ach, jetzt bist du auf Tour, damals mit der Klostertaler, im Bus drin. Und ihr wisst ja schon nicht mehr, was erzählen und immer auf Tour. Der Gerry ist im Kämmerle hinter drin, Kopfhörer. Ich habe nie noch mehr gelernt, als wir unterwegs. Und es muss man kein Profi sagen, man hat keine Zeit, ja, wenn auch immer unterwegs. Genau, den hat man doch Zeit, man muss ihn nur wählen. Gerry, du bist Gott sei Dank sehr oft bei uns bei der Alpenwelle dabei. Ein Erlebnis, das ich feiern mit dir, nicht nur ich, sondern die ganzen Fans, die mit ins Rotflug gekommen sind, war eine Situation gewesen, Mittwochnacht, am 12. Uhr, wo der Veranstaltung fertig war, haben wir die Fernsehkamera vorgenommen und haben so einen Unplugged-Sendung spontan produziert mit 13 Musikern. Und dort bist du auch mit dem Dudelsack gewesen. Und ich habe gesehen, das ist einfach etwas Spezielles, wenn so 13 Naturburschen, Musiker da stehen, ohne Anlage, ohne irgendwas, so wegen des Spielen. Und ich habe viele Menschen gesehen vor Ort, die Tränen in den Augen hatten, wie in so einer Situation. Ja. Ich glaube, auch für einen Musiker ist doch das etwas ganz Spezielles, wenn man einfach mal so kann in der Runde sein kann und so wegen der Dorf Musik machen. Das ist ja das Schöne, weil heute ganz das ganz Tolle bei der Alpenwelle, da sind Musiker dabei, die können auch noch live spielen, oder? Es gibt heute leider zu wenig Musiker, die das noch können. Mhm. Wir haben das verlernt und kannst der Technik dabei und. Und dann ist es doch das Geilste, das Schönste, was es gibt. Und wenn es nicht einmal geplant ist, und dann ist es noch 10-mal schöner. Und dann hetzt der andere auf und Ideen kommen her. Aber es ist schon verrückt, Gerry. Ich weiß nicht, wieso diese Situation gegeben hat. Wir haben uns eigentlich viele Jahre haben uns gar nicht begegnet im Prinzip. Du warst auch nie in der Alpenwelle. Stimmt. Ja. Aber was ist das gelegen? Ist das mehr gelegen? Auf jeden Fall hat es irgendwie einmal gefunkt, aber ich weiß eigentlich nicht mehr. Keine Ahnung. Aber jetzt bist du dabei, das ist ja eine Top-Sache. Immer und immer. Auch bist du immer dabei im Brandnertal. Bist auch sehr oft dabei. Du hast selber deinen grossen Event immer da. Ja. Hast, glaube ich, dein Open Air ist auch daheim, gell? Das ist immer das erste Augustwochenende und diesmal ist es am 2. bis 4. August mit vielen Künstlern. Mhm. Das Programm steht bei mir auf der Homepage www.gerrydeklostertaler.at. Die näheren Informationen kann man dort rausholen. Das Programm steht jetzt fix und es sind viele Künstler mit dabei, unter anderem auch welche Künstler, die bei der Alpenwelle dabei sind. Zusammen arbeiten ist immer was Schönes. Ja.
was ist das eigentlich? Ich muss ehrlich sagen, ich bin Ostschweizer. Bin eigentlich bis zur Alpenwelle im Brandnertal nie im Brandnertal hinein gewesen. Und es ist so faszinierend in dem Tal hinein. Und wenn ich sehe die Reaktionen von den lieben Gönnern, die immer dabei sind, muss ich einfach sagen, das hat schon eine Eigenheit, das Brandnertal. Ja, das Brandnertal freut sich natürlich auch über solche Gäste von der Schweiz und Alpenwelle. Die Werbung ist nicht zum Unterschätzen und wegen etwas ist das alle Jahr wieder, weil es wächst. Und ich finde es schon toll, ob ich dabei bin oder nicht dabei bin. Ich bin den ganzen Winter im, im Brandnertal. Du bist in der Zeit, wo wir da ja sind, glaube ich, vom 16. bis irgendeinem 21. Juni bist du ja. Holiday. Nicht Holiday, schaffen. Kreuzfahrt, Kreuzfahrt, ja. Viertelstunde vielleicht. Nein. Ich weiß es nicht, ich bin ja nicht dabei gewesen, aber ich lasse mich überraschen. Ja, ja. Man tut es auf jeden Fall mit Urlaub verbinden. Ja, ganz klar. Ja. Gary, ich habe dich einmal erlebt, und das war ja schon kürzlich, da habe ich dich, wie soll ich das formulieren, so ziemlich kaputt gesehen, so bedrückt, wo du zwei Monate, glaube ich, fast keine Stimme hast und trotzdem immer noch den Auftritt gemacht hast. Wie hat sich das wieder ergeben? Ich möchte gerne mal zurückdenken. Das war letztes Jahr, was mich verwünscht hat, im April. Man denkt, da ist irgendetwas kratzt da am Hals. Und du kannst aber nicht pausieren, du musst drauf. Und durch das es nicht pausierst, ist es erwürgender und es wird immer noch schlechter, bis es so weit gegangen ist, dass das gerne mit mir gekommen ist. Und dann kommst du zum Arzt und dann sagt der Arzt natürlich, du, Gary, da ein Jahr pausieren. Ein Jahr? Ich habe mich selber gehört, zweistimmig gesehen. Ich habe ihm das genau erklärt, was er wissen hat. Er hat gesagt, so, und wie lange hältst du es raus und wann kommt das krächzen und wenn hast du Mühe? Und sag ich, ja, und irgendwann höre ich mich zweistimmig singen. Ich denke, das ist ja cool, das habe ich nicht gehört. Aha. Mach noch einen Witz draus. Aha. Dann sagt der Arzt, Gary, das ist das Schlimmste, was da passieren kann. Wenn die zwei Stimmbänder aufeinandertreffen, dann kann es da passieren, dass es gerade ewig der Cut macht und es geht gar nicht mehr. Boah. Das ist das Schlimmste, wenn das. Das gibt solche Sachen. Aha. Und dann musst du halt natürlich wirklich pausieren. Und ich habe immer gedacht, ja gut, da kommt ja fünf Tage, da ist noch inhalieren und hin und her. Und dann wird es schon wieder gut. Und dann ist es wieder zwei Stunden gegangen am Wochenende und dann hat es wieder angefangen zu blogen. Und wenn es die blogen, sollst du einfach nicht weitermachen, dann musst du einfach hören. Nur, geht nicht. Dann habe ich ein Wochenende frei gehabt. Das heißt, ich habe respektive 12 Tage regenerieren können. Ja. Und ab dem 13. Tag ist es gegangen, geflossen, wie ich nichts mehr gehabt hätte. Ich danke dem Herrgott. Aber es hat es vielleicht genau, die 4-5 Tage sind zu wenig gewesen. Und danach die 12 Tage, klar, nichts reden. Weißt, also, das klingt blöd. Der Gerd ist schon mal ruhig gewesen. Ist mir nichts anderes übrig. Aber hast du wieder Ruhe eigentlich? Tipptopp, ja. Und bist du dann irgendwie noch vollgepumpt worden mit Medikamenten? Ja. Nein. Ist das nicht einmal? Nein, einfach inhaliert. Gewisse Sachen sind schon gewisse Mittel drin gewesen. Und es ist einfach danach ein Wohltag gewesen. Es passiert dann schon wieder. Ich bin auch drauf gekommen, ich bin anfällig gegen einen Willi. Schnaps, Willi, mit der Frucht. Ah ja? Das habe ich lange nicht gewusst. Aha. Dann habe ich das getrunken und schon fängst du an. Und genau das ist das jetzt eben nicht sein für ein Ding. Und seit ich das weglasse, ist es kein Problem. Aber sollte ich das Problem einmal haben, dann hilft, kannst du mir jetzt auslachen oder nicht, ein heißer Whisky und dann funktioniert das wieder. Dass du zumindest überbrücken kannst, wenn es gerne nicht mehr geht. Ein heißer Whisky. Ein heißer Whisky? Ja. Und dann haben wir schon so auf der Bühne. Gurgeln. Zuerst gurgeln, dann musst du nicht den Schluck nehmen. Nein, ich habe einen Auftritt gehabt, was mir so gegangen ist. Ich habe die Anlage aufgestellt, der Wirt hat gesagt, du redest ja nicht, ja, vor was stellst du denn die Anlage auf, oder? Da hat mir der Tipp gegeben. Jetzt ist es aber so gewesen, dass ich wirklich am Abend, ist die Stimme wieder gekommen mit dem Gurgler, heißen Whisky. Ja. Und nach 20 Minuten ist sie wieder weg gewesen. Jetzt habe ich mir alle 20 Minuten einen Schluck nehmen am Abend. Es glaubt mir jetzt kein Mensch. Ja, aber okay. Und das ist ein Vierstünder gewesen. Am Schluss ist die Flasche Whisky fast
leer, fast leer gewesen. Aber ich habe dermaßen rausgeschwitzt. Klar, bist du ein bisschen beschwipst. Du bist doch schon so gewesen, oder? Du weißt, ich mache keine Pause, immer voll drauf. Ja. Und ich habe das rausgeschwitzt, richtig rausgeschwitzt. Klar habe ich am Schluss einen kleinen Feigl gehabt. Aber du hast können auf die Uhr schauen, nach 20 Minuten ist die Stimme wieder schlechter geworden und du hast wieder einen Schluck nicht. Also, dann ist mein Mittel, das ich hatte, habe ich auch schon gehört, Gummibärli für die Stimme. Gerade ein Scheiß dagegen. Habe ich noch nie probiert. Nein. Aber Gary, wie war das eigentlich, wo der Arzt das gesagt hat, dass du sollst aufhören sollst? Als Musiker habe ich das Gefühl, da kommst du Existenzängste. Also, ich habe zu ihm gesagt, ich bin jetzt kein Opernsänger und kein Operettensänger und kein Klassiker. Da verstand ich es, oder? Verstehst du? Ich habe gesagt, ja, das ist ihm wurscht. Fakt ist, wenn du dort nichts tust und wenn du keine Pause, nicht pausierst, nachher kann es dann passieren, dass ganz weg ist. Mhm. Dann hast du natürlich Angst. Geri, du hast auf die Uhr geschaut, wir haben da so eine Uhr vorne, wir haben schon über die Sachen. Aber lass mal, Geri, ich muss da noch etwas loswerden. Du hast kürzlich ein Experiment gemacht. Du hast mit dem Roman Brünnisauer Hackbrett-Geschichte gemacht. Ja. Und ich habe so positive Reaktionen über die Nummer bekommen, über den Videoclip, den wir im Liebesrotflügel betreut haben. Ja, ja, ja. Nein, das war eine coole Sache. Das haben wir eh bei euch gedreht. Und schon mal was anderes, auch etwas Gegenseitiges, oder? Hackbrett und Dudelsack. Ich sage heute Jodler, noch. Der Charlie hat den Titel sehr schön komponiert. Ich sage heute noch, gäbe es den Grab in der Volksmusik noch, wäre das mein Siegertitel. Ja, aber weil es eben extravagant ist, oder? Mhm. Ja, ja. Aber der Grand Prix ist natürlich eigentlich ein Musikwettbewerb und man hat sich das schon ein bisschen blenden lassen, glaube ich, immer vom Optischen. Wer spielt was? Und ja, das ist eigentlich, finde ich persönlich, ist schade gewesen. Also, klar gehört es im Fernsehen ausgestrahlt, aber wenn es ein Musikwettbewerb ist, dann hat es eigentlich mit dem nichts zu tun, wer das vorträgt und ob der so, gut drauf ist. Oder weißt du, wenn ich gemerkt habe, wir könnten wieder mal eine Stunde quatschen. Das ist einfach interessant. Aber wir müssen Schluss machen. Lass mal, ich hoffe, du kommst wieder einmal und zu sicher unseren Events, wo du immer dabei bist. Und da möchte ich dir einfach noch ebenfalls auch das Rode Alpenwelle-Mikrofon übergeben. Oh, natürlich sollst du noch eine Zeitschrift mitnehmen, wo es immer wieder interessante Sachen drin hat. Und dir möchte ich einfach herzlich danken, Gary. Toi, 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 schau auf deine Gesundheit. Das ist wichtig. Und wir gehen ja beide langsam Richtung Pension zu, schon, gell? Nein, du machst schon noch ein paar Jahre. Ja, solange mir die Leute wollen, solange mir die Fans wollen und ich gesund bin, mache ich den Leuten gerne die Freude und bin auf der Bühne. Ich möchte auch nicht so schnell die Bühne verlassen. Das glaube ich. Ich nehme den Job ernst, das ist kein Spaßprojekt, sondern einfach ein Projekt, das Spaß macht. Und das ist mein Ziel. Und wenn man dich ja an der Konzert sieht, auch unsere Gönner von der Alpenwelle, wenn sie dich sehen, da ist Begeisterung pur, also bleib uns noch lange halten. Gary, vielen herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Danke vielmals für das Gespräch. Bis bald. Und das war es, liebe Zuschauer. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.